Und damit herzlich willkommen zurück zu diesem wundervollen Spiel. Das mich gerade enorm angekotzt hat. Bin ich ehrlich? Your crude world is not the true reality. Your physical body here is the shadow cast by your transcendent mind. We call this higher plane reality A. And your world of shadows, reality B. If you are receiving this message in a fictional context, you are at an even deeper level, one that we cannot reach. Because your body is a shadow of your mind, when your mind dies, your body will vanish. In the normal order of your world, death is merely a transition in which your mind is set free. But for victims of the coming mind kill, there is only oblivion. War ja übrigens komplett zum Kotzen. Ich bin gerade ein bisschen angepisst von der letzten Folge. Denn ich bin sehr dumm gestorben durch einen Gegner, den ich nicht mal gesehen habe. Ich spiele gerade fucking riskant. Das weiß ich, aber ich bin jetzt ein bisschen angefressen. Denn das war gerade Kacke. Dass ich da gestorben bin. Und das war nicht kacke gespielt, würde ich behaupten. Also klar, dass ich nicht getroffen habe schon. Aber an sich war das nicht schlecht gespielt. Zum Verarschen? Junge. Now that you are in a helpless state, they ready a crippling blow. Mind kill. But they are aware that will not work on you. They have another potent weapon they will bring to bear against receivers. Sind die Dinger noch gefährlich, wenn sie nichts mehr sehen können? They cannot exist fully in this reality, but they have been watching you and experimenting and have developed this new mind tech. The dreaming is a bridge from our world to yours, and they will use this bridge to send specially conceived weapons designed to work in your environment. These automatic weapons are designed to kill the few who survive. Würde mich dennoch interessieren, ob die Dinger noch gefährlich sind, wenn die einen nicht mehr sehen können. Oder ob die dann sind wie die Geschütze, die dann gar nichts mehr hinkriegen. Ich wollte gerade sagen, willst du mich jetzt verarschen? Hier ist gar nichts? Junge, jetzt finde ich bestimmt wieder 2000 Jahre lang nicht wirklich viel Tapes. Das ist doch scheiße. Cool. Gute Position auf jeden Fall. Boah, ich bin gerade ein bisschen angefressen von dem Spiel. Oh, ein Revolver, Alter. Die schlechteste Waffe im Spiel, ey. Also ja, klar, hat viel Bums, aber... Hahn ist gespannt, okay. Hat viel Bums, aber ist halt fucking slow as fuck, ne? Ich müsste jetzt einen Leerschuss haben eigentlich. Wenn man kurz mal ehrlich ist. Interessiert mich jetzt, ob ich einen Leerschuss habe. Nein, habe ich nicht. Okay. Das ist unrealistisch. Geil. Macht aber nichts. Ich verzeihe es dem Spiel, dass ich keinen Leerschuss habe. Weil da, wo der Hammer war, war ja gerade keine Kugel. Ist logisch, warum es gerade unlogisch war, ne? Gut. Junge, der scheiß Revolver ist so komplett useless. Und dieser Fliegerdinger ist übrigens fucking nervig, Alter. Ja gut, mit der komme ich klar. Ja, meine. Ich muss sagen, Glocks beste Waffe im Spiel, weil viel Munition. Nervt am Anfang ein bisschen, dass man... Also ich weiß immer nicht genau, welches halbautomatisch und welches vollautomatisch ist.
Aber kann man mit leben. Und kann man, glaube ich, auch ziemlich schnell rausfinden, was vollautomatisch und was halbautomatisch ist. Ich merke es mir immer noch nicht, weil ich halt ein Gedächtnis von 2 Sekunden habe. Ich hatte eben aber echt Glück mit den Tapes. Die sind gut gespawnt. Für mich. Am Anfang spiele ich immer ein bisschen YOLO, weil ich halt keine Angst habe zu sterben. Ich habe halt eh kein Tape. Ich glaube, das ist schon der dritte Run, diese Runden, diesen Partner. Okay, renn einfach mal fast runter, danke. Nee, auf den schieße ich nicht, der ist viel zu weit weg. Ja, mal, ne, nix finden kann man auch mal ein paar Runden lang. So, jetzt konnte man mal auf den schießen. Meiner Meinung nach. Bestand halt legit immer noch ein ziemlich hohes Risiko, den nicht zu treffen. Weil sich das Spiel denkt, ne, den render ich einfach nicht. Oder, er rendert ihn ja schon, aber ich lasse ihn einfach nicht treffen. Also ich lasse ihn nicht treffbar sein, so rum. Bisschen stupid gemacht. Ich finde auch gut, dass die manchmal einfach nur einen Schuss brauchen und manchmal, also immer der halt 3 mit dem fucking Revolver ausgehalten, der fucking Revolver. Wieso hast du nicht auf mich geschossen? Also den Tod hätte ich verdient gehabt, weil ich das Ding einfach nicht gesehen habe. Ich meine nicht, dass man die gut sehen kann, da ist noch eins übrigens. Der kann nicht auf mich schießen. Habe ich nicht getroffen. By the way. Kann mich nicht treffen. Okay. Okay, ich habe nicht mehr so viel Munition, Leute. Kannst du bitte nicht auf mich zielen, danke. Okay, hier ist nix. Soll ich jetzt echt erstmal in diesen zweiten Turm hier hochgehen, um zu gucken, ob hier irgendwo Munition ist und ein Tape. Ich bin ehrlich, ne? Ich hätte echt gern ein Tape. War das die fucking Drohne oder war das ein fucking Tower? Ich hab keinen Tower gesehen jetzt. Könnte halt auch ein fucking Tower gewesen sein, ne? Okay. Ich gehe scheinbar erstmal 1000 Treppen hoch und runter. Und da ist ein Tab. Nice. You use technology to control physical things. Similarly, there is mind tech, which is used to control the boundless luminescence. Mind tech is used for good or evil. The threat has been using its mind tech as a weapon against you, and so far has caused widespread sickness and mental weakness. Now that you are in a helpless state, they ready a crippling blow, mind kill. But they are aware that will not work on you. They have another potent weapon they will bring to bear against receivers, called the Dreaming. They cannot exist fully in this reality, but they have been watching you and experimenting and have developed this new mind tech. The Dreaming is a bridge from our world to yours, and they will use this bridge to send specially conceived of weapons designed to work in your environment. These automatic weapons are designed to kill the few who survive. Junge. Chillig. Ich mag eigentlich schon gar nicht mehr diesen Tower hier hochgehen, aber in den Tower lag eben eine Kassette. Ich dachte schon, in den Tower spawnt nichts mehr vielleicht. Gut, dass ich hochgegangen bin. A receiver is said to be awake when he is able to get a completely clear signal, free of any subconscious corruption. In this state, he will be able to see realities in their true form and transcend normal human limitations. Although some of the receivers we choose to speak through are advanced in their ability, no human has yet achieved this awakened state. Humans exist in two worlds. In reality B, they live and work in their shadow bodies. In reality A, they are asleep, their minds unconcerned and roaming free.
but humans have the unrealized potential to exist fully in both realities. It is this reason why humans are threatened. If even one of them achieved an awakened state, they would see beyond the horizon of all known understanding. Okay, ich halte im Moment noch die Fresse, wenn so ein Tape läuft. Ich glaube, das ist fucking uninteressant. Weil man kennt die Tapes inzwischen alle. Ich kenne sie inzwischen alle. Aber ich mag nämlich dazwischen reden, das ist, finde ich, anstrengend. Okay. Cool. Bin immer noch davon überzeugt, wenn so ein Ding auf, Jo, wir sind da viele drin. Okay. Junge, sind aber drei Stück. Hör auf! Alter, dass der nicht vernünftig laufen kann, wenn man kriecht. Also, dass er nicht vernünftig über Dinge steigen kann, wenn man kriecht, ist auch fucking nervig, ey. Cool. 6 Schuss. Also 7 mit dem im Magazin. GG. Guter Schussfisch. Über mir ist noch einer. Und den im Bad habe ich eben auch schon gehört. Ich finde es auch gut. Also entweder wir sind ein Kind oder das Waschbecken ist echt hoch. Das ist mir bei Freddy schon aufgefallen. Junge, so viel Munition habe ich nicht mal mehr. Also Treppensteigen und sowas ist manchmal echt kacke. Boah, ich will da nicht rein. Nee, da gehe ich nicht ran. Verpiss dich, da gehe ich nicht ran. Ich gehe woanders hin. Da sag ich ganz ehrlich, leck mich im Arsch. Auch wenn ich jetzt den ganzen Weg zurückgehen muss, ich gehe den ganzen Weg zurück. Den Raum meine ich. Nicht freiwillig. Vor allem da hinten waren so geile Räume. Oh, ich habe mich gerade fast in der Map festgebackt, geil. Aber interessant zu wissen, dass es geht. Dass man sich ziemlich einfach festbacken kann, indem man einfach losrennt, während man geduckt unter so einem Ding läuft. Hier unten ist richtig Party. Und da gehe ich jetzt auch hin. Hauptsache nicht in so einen fucking offenen Raum nochmal mit 48 Fliegeviechern und 12.500 Geschützen. Mag ich nicht mehr. Also die Fliegeviecher fucken mich echt übel ab. Sie sehen einen teilweise durch Wände. Die sind fucking unfair. Hier habe ich schon geschossen, ne? Ja, den habe ich schon kaputt gemacht. Entspannt. Und da um die Ecke fliegt jetzt einer. Nee, nicht ganz. Da um die Ecke fliegt jetzt einer. Ja, da ist er. Ich verstehe bei denen die Kamera leider nicht. Kann man das einer erklären? Also auch wenn die Kamera von mir sehr weit weg scheint. Ich bin fast versucht einfach neu zu starten, aber ich habe einen Tape-Cut gefunden. Similarly, there is MindTech, which is used to control the boundless luminescence. MindTech can be used for good or evil. The threat has been using its MindTech as a weapon against you, and so far has caused widespread sickness and mental weakness. Now that you are in a helpless state, they ready a crippling blow, mind kill. But they are aware that will not work on you. They have another potent weapon they will bring to bear against receivers, called the Dreaming. They cannot exist fully in this reality, but they have been watching you and experimenting and have developed this new mind tech. The Dreaming is a bridge from our world to yours, and they will use this bridge to send specially conceived of weapons designed to work in your environment. These automatic weapons are designed to kill the few who survive. Bla, 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 bla. Junge, habe ich gerade nicht seine scheiß Kamera getroffen? Oder habe ich seinen Taser getroffen? Aber ich bin jetzt echt nicht traurig. Oh, schon wieder ein Drecksrevolver, Alter. Nee, komm, der Revolver kann mich echt im Arschloch drin lecken, ey. Ja, Glock, nice. Bisschen wenig Munition, aber das ist mir egal. Solange es die Glock ist, ist mir das egal.
Bin ich ehrlich. Und da drüben ist ein Tape. Das beginnt gut. Das ist wahrscheinlich 5 Sekunden zu Ende, aber ist auch egal. Erstmal, ich jetzt schon zu weit weg. Spiele ich nicht. Aber danke. The weapon can be discharged using the trigger marked LMB in your manual. All firearms are extremely dangerous. Engage the safety, see figure V, and holster it in the tilde fashion for your protection. Figure E shows the correct procedure for ejecting the magazine, also shown as the technique for dropping the magazine for a faster reload. Z shows how to handle various aspects of reloading. When the weapon is loaded, a round can be chambered by the slide marked R. The hammer marked F in the diagram can be cocked manually. Correct aiming can be executed in two ways. Image RMB shows the primary method, while image Q shows an alternate method that may work better for some people. Extra magazines can be stored in your harness. The pockets are shown labeled 1 through 10. Finally, diagram G shows the correct procedure for retrieving items from the ground while armed. While this is the standard for operation, keep in mind that alternate schemes may fit some individuals better. In the trying times ahead, efficient gun use will be critical. Memorizing this information may save your life. Ich find's geil, wie die Beschreibung von den Tasten gemacht haben. A receiver is said to be awake when he is able to get a completely clear signal, free of any subconscious corruption. In this state, he will be able to see realities in their true form and transcend normal human limitations. Although some of the receivers we choose to speak through are advanced in their ability, no human has yet achieved this awakened state. Nope. Humans exist in two worlds. In reality B, they live and work in their shadow bodies. In reality A, they are asleep, their minds unconcerned and roaming free. But humans have the unrealized potential to exist fully in both realities. It is this reason why humans are threatened. If even one of them achieved an awakened state, they would see beyond the horizon of all known understanding. You see reality Läuft. In shades of black, but beyond your world is another, bathed in radiant light. We have reached out to you with a warning. If you are able to hear our message, you are one of the few that we can help. We call you receivers. The receiver you hear speaking these words was chosen because he is able to hear us with exceptional clarity. With time, you too could learn this mind tech. But time is not something we have. There is a threat to everyone on your planet, and they have been weakening your mind through your media, lowering your natural defenses. The coming attack is unavoidable. All we can do is prepare. Richtige Freddy-Runde hier. Oh, wir haben das Clear-Tab wieder. Freddy-Runde übrigens, weil wir so viele Tapes hintereinander finden. Deshalb ist es eine Freddy-Runde für mich. Weil Freddy irgendwie eine Runde mal 4 Tapes in einem Raum gefunden hat oder so. Also auf jeden Fall sehr schnell hintereinander sehr viele Tapes, so wie wir das gerade gemacht haben. Ein bisschen lucky, bin ich ehrlich. Bin ich aber echt froh darüber, dass wir mal ausnahmsweise lucky sind. Ich habe so Angst, hier runterzufallen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Daher kommen wir, ne? Scheinbar nicht. Oder wahrscheinlich schon, aber wir haben den Raum noch nicht geklärt unten. Ich glaube, wir kommen von da, aber wir sind da nicht lang gegangen. Wir sind einmal nach oben gegangen, weil ich dachte, oh, Raum ist safe. Shish! Haben wir nicht sogar noch ein Tape mehr gefunden, war ich der Meinung? Scheinbar nicht. Schade, erst 4. Vor allem auch erst. Irgendwie die ersten 3 Räume, 4 Tapes, nice. Ja, jetzt unten lang, keine Ahnung warum. Dürfte kaputt sein. Ist kaputt.
Was sagen, kann ich eigentlich nicht getroffen haben. Jetzt habe ich ihn aber getroffen. Entspannt. Junge, wie viele sind denn da? Ah, habe ich daneben geschossen? Junge, hier waren aber viele, ey. Erstmal fucking viel nachladen. Da hat er ehrlich gesagt, das ist eine Nische, das war riskant, da gerade einfach so rein zu glotzen. Schau mich doch nicht so an jetzt, du Arsch. Cool. Ich weiß, ich müsste deutlich öfter nachladen, das wäre klüger. Danke, weiß ich. Alter Schwede, ey. Schon wieder 20 Minuten und noch nichts Sinnvolles gemacht. Scheiß die Wand an, aber dafür, dass das Projekt jetzt jeden Tag kommt, schaffen wir auch mal ein bisschen mehr. Kishi hatte sich ja hart beschwert, dass das Projekt nicht jeden Tag kommt. Denn dadurch musste man immer relativ lange warten auf den Part. Das war absolut richtig. Ich finde das aber gar nicht ganz so schlecht. Bei manchen. Hier ist schon wieder der Raum gewesen. Ich habe schon wieder einfach so stumpf reingeguckt. Dann ist noch eins, glaube ich, oder? Ne, doch nicht. Scheinbar. Okay. Die Räume gefallen mir ganz gut. Die sind relativ einfach zu clearen. Leider keine Tapes. Habe ich keine Munition mehr, oder? Doch, ich habe mal Munition. Okay. Die backt halt manchmal so in die Wand rein, dann sieht man die nicht so ganz genau. Oh, nee, Alter. Nee. Nee, vergiss es. Mal einen anderen Raum. Ich will diese offenen Räume nicht. Ich meide die. Wenn ich nicht muss, gehe ich nicht durch die durch. Die sind kacke. Am liebsten sind mir Sonnenräume hier oder. Also sowas hier ist auch noch in Ordnung. Ne? Sowas hier finde ich auch nicht so schlimm. Hier waren wir oben schon, oder? Musik war übrigens gerade fucking laut wieder bei mir. Genau, hier waren wir schon. Okay. Da sind zwei noch, Alter. Eins. Die laufen gerade, glaube ich, relativ synchron. Schmeidig. Okay. Entspannt. Vier Dinger in einem Raum. Selbstverständlich, logisch. Immer so. Ja, manchmal ist halt zwei Wochen lang gar nicht so ein Ding. Und hier war einfach nichts drin. Der Raum war komplett useless. Nice. Da habe ich sehr viel Munition für verschwendet. Muss man mal ehrlich sein. Dahinter ist einer. Bin nochmal vorbeigewandert. Ist schieße ich. Okay, dass da zwei waren, habe ich nicht gesehen. Geil. Ich habe mich nicht bewusst nach vorne bewegt, aber ich stand auf einmal an der Ecke. Cool, geil. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.